So, und damit herzlich willkommen zum 15. Part von Let's Play Pokémon Smaragd. Wir befinden uns hier anscheinend gerade in Malfenfrost City, ich weiß es nicht. Team, mal sehen, was hat sich so geändert? Hat sich überhaupt was geändert? Level 28, das ist ja ganz nice. Das ist auch gut, weil wir gerade das Pokémon noch für die nächste Arena gebrauchen können. Ja. Ich weiß nämlich schon, was das für ein Typ sein wird. Na gut, das ist jetzt auch nicht schwer. Jeder, der das einmal gespielt hat, müsste das wissen. Und das habe ich ja, ne? Ist klar. Aber, naja. So, dann nehme ich an, hat Griesbrei im letzten Part die Route gemacht. Hat er sich auch inzwischen... Gucken, hat er sich das Rad geholt? Ah, den Münzkorb hat er sich gegönnt. Das ist gut zu wissen. Oh. Münzkorb und Detail. Warum hat er denn kein Fahrrad? Alter? Deine Tourübertreter, die sehen ja wirklich schmuddelig aus. Kommst du von weit her? Ja. Du kommst den ganzen Weg von Wurzelheim her? Meine Güte, das ist unwahrscheinlich weit weg. Wenn du eines meiner Räder hättest, könntest du leicht überall hin und den Wind in den Haaren spüren. Ich sage dir was, ich werde dir einen Rat geben. Oh, eine Sekunde. Ich sollte dir sagen, dass es zwei verschiedene Räder gibt. Das Eilrad und das Kunstrad. Eilräder für Leute, die den Wind in den Haaren spüren wollen. Kunsträder für Leute, die Technik des Radfahrens beherrschen wollen. Wenn ich ein richtig weiches Herz habe, darfst du dir eins aussuchen. Welches möchtest du? Wir nehmen das Eilrad, ich will mal ein bisschen Speed haben. Scheiß Kunstrad ist ja kaum schneller, als wenn man läuft. Och, keiner. Danke. Wenn du Räder tauschen möchtest, komm einfach wieder vorbei. Das machen wir glatt. Und ansonsten... Oh Gottes Willen. Ansonsten, was haben wir denn hier noch so? Hat er denn... Ach, komm raus. Oh ja, wenn er ein bisschen... Ah, gut, gut. Zentrumra hat er sich schon geholt. Ist auch alles klar? Ja. Dann würde ich sagen... Jemand... Oh, hier gibt es schön viele Trainer in der Nähe. Och, bitte, Onkel, bitte. Ich möchte in dieser Arena antreten. Dafür bist du viel zu schlecht. Zu sehen, was ich kann. Bitte, darf ich? Bitte. Nun hör mal auf, Heiko. Seit du mit Pokémon zusammenlebst, bist du viel stärker geworden. Aber du überförderst dich, wenn du plötzlich in einer Arena antrittst. Ich bin nicht überfordert. Wenn ich die Kräfte von Drafster kombiniere, besiege ich ihn. Oh Gott, Alter. Oh, hi, Phil. Hi. Seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, bin ich viel stärker geworden. Phil, ich möchte von dir und auch von meinem Onkel, der mich sowieso nicht versteht, verstanden werden. Phil, bitte, würdest du gegen mich kämpfen? Nö. Oh, wenn du nicht gegen mich antreten willst, Phil, wird mein Onkel nicht erkennen, wie stark ich schon bin. Gelitten. Ich gehe. Nein, Spaß. Gut. Phil, bitte kämpfe gegen mich, bitte. Ja, okay. Vielen Dank. Okay. Jetzt komme ich. Ich sehe doch gar keine Braut neben dir. Bist du schwul? Okay, sorry, der war schlecht, ich weiß. Oha, richtig hardcore. Level 16. Das ist gut schafft. Gönnen wir uns die Loot. Oh, das wird schwer. Aber immerhin kriegen wir ganze 240 KP. Ich hab verloren. Naja, heul doch. Oh, mein Hals ist richtig gefickt. Ich gehe zurück nach Wiesenflur. Phil, herzlichen Dank. Trainer zu sein verlangt viel von einem, oder? Man besitzt nicht einfach nur Pokémon und lässt die Kämpfe nicht schon. Um ein richtiger Trainer zu sein, braucht es mehr. Ja, vielleicht noch ein Game Boy Advance für das Spiel. Oder Nintendo DS. Heiko, oder Nintendo DS Lite. Heiko, du brauchst deshalb nicht so niedergeschlagen zu sein. Was hält dich davon ab, stärker und stärker zu werden? Psst. Komm, gehen wir nach Hause. Da warten sie alle schon auf dich. Phil, mir dämmert es so langsam. Du musst der Trainer sein, der sich damals um Heiko gekümmert hat, als er sein erstes Pokémon fing. Warum suchst du uns nicht irgendwann in Fliegenfuhr? Ich bin sicher, er wird sich freuen. Okay, cool, er freut sich dann. Nicht wahr? Ich krieg schon wieder scheiß Gott. Ich hab diesen Kampf beobachtet. Ich bin nämlich ein Spanner und gucke alles, was du machst, zu. Du bist ein Freund von diesem Jungen von Heiko, oder? Aber du hast ihn nicht zurückgehalten und ihn beeindruckend besiegt. Yeah! Das ist das, was Pokémon-Kämpfer ausmacht. Ich bewundere solche Trainer. Ich feiere dich ab, Pedo. Das ist
das war ich nicht. Okay, dann warte noch mal kurz. Beutel. Ja. Wähle. Okay. Da ich offensichtlich... Ha! So sieht es aus. Ja, jetzt habe ich das Rad. Seht mich an, ich habe ein Fahrrad. Wow! Und ich würde sagen, dann gehen wir gleich mal in die Arena. Fighten uns mit den ersten Leuten, die da gleich stehen. Oh, es werden Doppelkämpfe. Kenny ist vorne, damit sollte es gut gehen. Die Spannung meiner Seele, sie setzt all deine Träume unter Strom. Ja, ha, ha, ha. Okay, entspann dich. Ich will doch gar nicht. Ich bin ganz unschuldig, ich bin ganz freundlich. Wirklich, keine Hast. Wir haben keine Hast. Level 17. Ich mach jetzt einmal den ganzen Bandenschnabel. Und einmal den ganzen Megasauber. Alter Schwede. Auf da. Zack. Oh. 65 KP. Oh, cool. Kenny erreicht Level 17. Wir die Tische wieder. Na gut. Damit sollten wir leben können. Trottel. Bob, nein, Volltreffer, ist das okay? Ich dachte schon, ey. Natürlich. Eine Wahrscheinlichkeit von was weiß ich wie wenig Prozent und er paralysiert mich. Na klar, ist ja nicht so, dass es einfach nur unrealistisch ist. Ach so, meine Tacke ist normal. Oh, Alter, der Typ kotzt mich an. Einfach nur eine starre Spur, damit er weiß, wie bescheuert er ist. Ich hasse ihn so. Dreckskerl. Soll es jetzt zum Boden gehen? Boah, jetzt nerv ich doch nicht. Ich muss keinen Silberblick. Oh Mann. Der Typ nervt mich mit Absicht, das weiß ich. Leide, du Hund. Jetzt hast du gelitten. Ja, jetzt bist du auch paralysiert. Was willst du denn jetzt machen, ne? Pass mal auf, hier mein Glut. Mein Blitz, ja. Oh, fies eine Glut. Soweit ich weiß, hatte Voltoball Statik. Sollte ich vielleicht trotzdem bei Glut bleiben, dass ich nicht paralysiert werde, wenn ich es berühre. Physischen Angriff. Nein, nein, nein. Penner. Und das war der berühmte Blitz, die unnötigste VM-Attacke, die es gibt, weil sie einfach keinen Schaden macht. Das ist voll lame. Also wenn man einem Pokémon schon eine Attacke beibringen muss, die ewig hält, dann macht bitte keine, die die Genauigkeit mal senkt. Selbst nicht mal stark senkt, sondern einfach nur ein bisschen senkt. Oh. Ich bin geschockt von deiner Stärke. Haha, Wortspiel. Ja, Schalter müssen wir noch nicht drücken, wenn man ja erstmal nur Kämpfe. Alles klar, dann hau mal rein. Zick, zack. Doppelkick. Ist ja ein Typ normal, ein Typ Kampf. Das zieht ganz schön. Aber wir brauchen nicht mehr zwei Treffer, sondern nur einen. Na dann. Schluppuck. Ich habe gerade Schluppuck und Schlurp verwechselt. Ich habe mich gefragt, was macht denn ein Schlurp in dieser Edition? Oh, ein Schluppuck, Typ Gift. Ja. Oh, ich hasse es so. Sie steigert natürlich den die Spezialverteidigung, die dann auch die Glut für uns schwerer macht. Also jetzt machen wir Schnabel ein, weil ich weiß nicht mehr, ob wir es mit Glut schaffen, aber mit Schnabel auch nicht. Ah, oh, Gottes Willen, komm mal klar. So, besiegt. Nee, ist nicht. Weil wenn du kämpfst, musst du auch damit rechnen. Trottel. Inomise und Voltoball. Gut. Inomise, Typ Käfer, das sieht man glaube ich auch.
Und Stachelschmied. Dann Egelsam und Reutoball. Schön, aber wahr. Zack. So, damit haben wir noch Seemusik. Das ist sowieso recht interessant, weil in dieser Arena nicht einfach nur Elektro-Pokémon auftreten, was ja auch der Typ der Arena ist. Sondern auch Pokémon, die Attacke Schockwelle, die man ja nachher vom Trainer noch, vom Arena-Leiter noch bekommt, können das natürlich lernen. Das ist das Pokémon Volbeat. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich so ausgespielt wird oder Volbeat. Ich glaube, früher habe ich mal Volbeat gesagt. Volbeat. Ist jetzt nicht wirklich das, was man eine Vor- oder Weiterentwicklung von Illumisee nennt, sondern einfach nur Pokémon, das so ähnlich aussieht. Sowas wie Plusle und Mine. Die sehen sich einfach nur ähnlich, aber es sind nicht die Pokémon, die sich irgendwie zueinander entwickeln oder so. Nichts dergleichen. Sowas wie Nidoran männlich und Nidoran weiblich. Kenny heilt sich gerne mal selbst. Auch schon. Kassiert Schnabel. Du kassierst mal den Megasauger. Zack. Ach nee, das wollte ich andersrum machen. Nein, scheiße. Nein. Jetzt hab ich's versaut. Oh, Level 20, cool. Gönn dir den Megasauger. Richtig nett. Wurde Energie abgesaugt. Sehr schön. Raus. Dann gönnen wir uns noch den Blut. Und Stachelspore. Weil wenn Voltoball jetzt besiegt wird, kommt gleich das nächste Pokémon, was dann durch die Stachelspore von Kenny paralysiert wird. Sehr nice. Los. Uah. Das ist Magnetilo. Ich fand den, ich finde den Move ja immer cool, den es macht. Aber ja, ich weiß jetzt, dass Magneto ziemlich nervig sein kann, vor allem wenn es der Arena-Leiter hat. Dann können wir uns einfach mal einen Doppelkick. Aber im Moment, da kann ich gleich noch was nachsehen. Zeig mal einen Bericht. Wir wissen, dass Typ Kampf, also haben wir Step auf jeden Angriff. Spezialangriff ist 62, also der normale, also Spezialangriff ist höher. Und wir haben hier eine Stärke von 2x30 und hier eine Stärke von 40, aber da der Spezialangriff höher ist, glaube ich. Ah, oh, fuck off, hab beide Step drauf, dann hab ich Doppelkick. Blitz. Bam, in your face. Was man das so bezeichnen kann. Ich finde, der Glut hätte nicht gereicht. Obwohl doch, klar, er ist ein Treffer von 30 hat. Ja, natürlich, Glut hat einen Treffer von 40. Das hat aus der. Ja, hätte locker gereicht. Ja, du wurdest geblendet, das ist schön für dich. Zuerst. Ich hab's vor Blitz gar nicht mehr einsetzen können. Oh, cool. Ui. So, ich wollte jetzt einen Kost bieten, um mal meine Pokémon zu heilen. Und dann soll, würde ich sagen, Griesbrei im nächsten Part hier die Arena übernehmen. Oh, das ist die Pension. Da können wir doch endlich mal Pokémon abgeben, nur so zum Spaß. Ihr kriegt einen Kill. Whee! Ups. Gut, dann würde ich sagen, haben wir fast alles gemacht, was man machen konnte. Hier haben wir noch Trainer. Hä? Heiko. Oh, hallo Phil. Ich muss dir was erzählen. Mein Onkel hat mir einen Pokémon aufgegeben. Nun kann ich mit dir reden, wann immer ich möchte, Phil. Flake. Scheiße. Dummer Onkel. Heiko wurde im Pokémon-Verzeichnis eingetragen. Yay. Das findet er jetzt auch noch gut, oder was? Scheiße. Nein, ich glaube, das schaffen wir jetzt nicht mehr dahin zu gehen. Gut. Eieiei. Gut, dann würde ich sagen, soll er ruhig sehen, dass wir hier ein Fahrrad haben. Wie schnell ist das eigentlich, wenn man speedet? Wow. Wow. Okay. Sorry, ich wollte es noch ausprobieren. Dann darf er bitte weiter mal in die Arena schauen. So, damit würde ich sagen, beende ich den Part. Speicher ab und dann wird Begrießbrei LP die Arena beenden. Hoffe ich zumindest, dass er das machen wird. Er wird sich vielleicht auch darüber freuen, dass wir endlich ein Fahrrad haben. Ich weiß ja nicht, wieso er das vergessen hat. Und ja, dann würde ich sagen, auf Wiedersehen.